Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Corona-Politik der sächsischen Regierung ist inzwischen zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft geworden. Den unübersehbaren Schäden in der Wirtschaft, an der Gesundheit der Menschen, an der Bildung und an den Zukunftschancen unserer Kinder steht inzwischen kein quantifizierbarer Nutzen mehr gegenüber. Doch das scheint Ihnen, Frau Köpping, und Ihren Kollegen noch nicht genug Schaden zu sein. Entgegen jeglicher wissenschaftlicher Evidenz wollen Sie die Menschen mit materiellem und psychischem Druck an die Corona-Spritze zwingen. Kritiker Ihrer Corona-Politik werden von Ihnen inzwischen zu Staatsfeinden erklärt und vom Inlandsgeheimdienst observiert. Mit dieser Art von oben herab zu regieren, untergraben Sie die Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Sie zerstören das Vertrauen in Politik, Sie zerstören den Glauben an die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie, und das muss endlich beendet werden. Frau Köpping, ich habe gesagt, dass Ihre Corona-Politik inzwischen keinen quantifizierbaren Nutzen mehr vorweisen kann. Diese Aussage möchte ich nicht unbegründet lassen. Vier Beispiele. Erstens. Die Corona-Impfung sollte der ultimative Schutz sein, hatten Sie versprochen. 95-prozentiger Schutz vor Infektionen. Wenn jeder ein Impfangebot hatte, werden alle Corona-Maßnahmen beendet. Über diesen Nutzen spricht heute kaum noch jemand. Die Impfung schützt nicht wirklich vor Infektionen. Und das Versprechen der Rücknahme aller Maßnahmen wurde gebrochen. Zweitens. Dann hieß es, mit der Corona-Spritze schützt man andere, die Alten, die Schwachen. Man muss solidarisch sein, hieß es. Auch diesen Nutzen gibt es so gut wie nicht. Die Schutzwirkung lässt schnell nach. Auch Geimpfte geben das Coronavirus weiter. Auch in vollständig durchgeimpften Pflegeeinrichtungen erkranken Menschen mit Corona. Die Corona-Impfung bietet keinen zuverlässigen Fremdschutz. Drittens. Dann hieß es, wir müssen all die Schäden an Wirtschaft, Gesundheit und Bildung in Kauf nehmen, weil sonst die Krankenhäuser überlaufen würden. Die Wahrheit ist, dass CDU und SPD seit Jahren Krankenhäuser schließen und Kapazitäten abbauen. Selbst in der Corona-Zeit wurden tausende Intensivbetten abgebaut, auch hier in Sachsen, Frau Köpping. Und trotz dieser unverantwortlichen Kaputtsparpolitik war die Intensivmedizin in den letzten zwei Jahren nie an der Überlastungsgrenze. Und viertens, Ihre Lockdown-Politik, 3G, 2G für Hotels, Restaurants und Geschäfte, für Theater, Kinos und Clubs, hat nur mikroskopische Auswirkungen auf die Gesamtsterblichkeit unserer Gesellschaft. 0,2% Unterschied zu Ländern ohne Lockdowns. Das teilt uns ganz aktuell eine Studie der Johns Hopkins Universität mit. Für Schulschließungen verschwindet dieser positive Effekt im statistischen Rauschen. 0,1% Unterschied zu Ländern ohne Lockdowns. Diese Erkenntnisse sind übrigens nicht neu. Bereits 2020 hatten Wissenschaftler der Universität München den fehlenden Nutzen von Lockdowns bereits ermittelt. Es sind aber nicht nur die statistischen Fakten, die zur Ablehnung Ihrer Lockdown- und Impfpflichtpolitik führen. Das lauthals verkündete Versprechen, dass es in Deutschland keine Impfpflicht geben würde, wurde gebrochen. Es war schlicht und einfach eine Lüge. Und nun zwingen Sie die Menschen, Sie wollen es ja immer noch, sich mit einem Impfstoff spritzen zu lassen, der wenig wirksam, weil veraltet ist. Die angeblich hochmodernen Impfstoffe von Pfizer und Moderna zielen immer noch auf die Ursprungsvariante des Coronavirus, die gar nicht mehr verbreitet ist. Mit einem Impfstoff, der deutlich mehr schwere Nebenwirkungen und Todesfälle verursacht als jede andere Impfung der letzten Jahrzehnte. Mit einem Impfstoff, für dessen Schäden die Hersteller auch nach zwei Jahren Massenerprobung immer noch nicht haften. Das ist doch Wahnsinn. Haben Sie denn überhaupt keinen Respekt vor der körperlichen Unversehrtheit? Artikel 2 des Grundgesetzes. Wer steht denn hier auf dem Kriegsfuß mit dem Grundgesetz, Frau Köpping? Eine durchstandene Infektion mit dem Coronavirus schützt mindestens so gut und so lange vor einer Neuinfektion wie die Impfung. Und trotzdem verkürzt Deutschland den sogenannten genesenen Status im Unterschied zu anderen EU-Ländern willkürlich von 6 auf 3 Monate. Dafür gibt es keine wissenschaftlich tragfähige Begründung. Diese Maßnahme dient einzig und allein der Erpressung von Menschen, die ihrer Corona-Impfung skeptisch gegenüberstehen. Diese hässliche Botschaft versteht jeder.
Ebenso beim Versammlungsrecht. Obwohl Sachsen die niedrigste Hospitalisierungsrate im Bundesvergleich hatte, wurden hier die härtesten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit verfügt. Maximal 10 Personen durften sich im Freien versammeln, wenn sie Masken trugen und 1,5 Meter Abstand hielten. Auch diese hässliche Botschaft hat jeder verstanden. Kritik am Regierungshandeln, Demonstrationen sind nicht erwünscht. Und wer es trotzdem tut, wird per Verordnung zum Straftäter erklärt. Er wird von Politikern als Corona-Leugner, als Schwurbler, als Reichsbürger, als Rechtsextremist beschimpft. Der Verfassungsschutz hat nun für Corona-Demonstranten eine neue Extremismus-Kategorie erfunden. Die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Der Demonstrant als Staatsfeind. Das erinnert nun doch sehr stark an die Zeit vor 30 Jahren, als Sie, Frau Köpping, Ihre ersten politischen Schritte in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands machten. Sie sollten es besser wissen, Sie sollten gelernt haben. Demonstrationen gegen massive politische Fehler kann man nicht dauerhaft unterdrücken. Man kann Fehler eingestehen, man kann es korrigieren oder man kann zurücktreten, Frau Köpping. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die aktuell größte Bedrohung für unser Gesundheitssystem ist gleichzeitig der Hauptgrund, der derzeit Hunderttausende Menschen in Deutschland auf die Straßen treibt. Es ist die geplante Impfpflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Diese Impfpflicht ist in Gesetzesform gegossene, freiheitsfeindliche, menschenfeindliche, abgehobene Politik. Die Pflegekräfte und Ärzte, die Sie im vergangenen Winter noch gnädig als Corona-Helden bezeichnet hatten, sollen nun mit einem herrschaftlichen Fußtritt ins berufliche Abseits befördert werden. Das nenne ich schäbig. Dieses medizinische Personal versteht mehr von Medikamentennebenwirkungen, von Herzmuskelentzündungen, von Thrombosen, von Schlaganfällen, als Sie hier jemals verstehen werden. Wenn diese Fachleute sich nicht mit einem wenig wirksamen Impfstoff immunisieren wollen, mit einem Impfstoff, für den nicht einmal die Hersteller haften, dann ist das zu akzeptieren. In einem offenen Brief haben jetzt 1.300 sächsische Krankenpfleger und Ärzte angekündigt, dass sie kündigen werden, wenn diese Impfpflicht kommt. Was das für die Gesundheitsversorgung in Sachsen bedeuten würde, schwant inzwischen den Landräten, den Bürgermeistern und seit gestern wohl auch der sächsischen Staatsregierung. Unserem Gesundheitssystem droht zum ersten Mal in der Corona-Krise wirklich der Kollaps. Und das nicht, weil die Impfung kaum schützt und nicht, weil die Intensivbetten mit Corona-Patienten überfüllt sind, sondern weil Gesundheitspolitiker wie Sie, Frau Köpping, mit dem Kopf durch die Wand wollen. Auch heute noch wären Sie bereit, tausende Krankenhaus- und Pflegedienstmitarbeiter vor die Tür zu setzen, wenn Sie nicht Angst vor der schlichten Unumsetzbarkeit hätten. Die ganze Absurdität Ihrer Holzhammerpolitik wird klar, wenn man sich ansieht, wie andere europäische Länder mit der durch die Omikron-Variante entspannten Situation umgehen. Länder wie Dänemark, England, Spanien, Norwegen beenden Lockdowns, Maskenpflicht, Impfnachweispflicht. Viele Länder stufen Corona inzwischen als eine mit der Grippe vergleichbare Infektionskrankheit ein. Diesen Weg muss auch Deutschland gehen und wir Abgeordnete müssen unseren Beitrag dazu leisten. Die AfD beantragt heute, die Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen auf Bundes- und Landesebene endgültig zu beerdigen. Wir wollen kein Aussetzen und wir wollen kein Verschieben. Diese Impfpflicht muss ein für alle Mal abgeschafft werden. Die AfD möchte diesen Antrag namentlich abstimmen lassen. Jeder Abgeordnete dieses Hauses soll persönlich die Verantwortung dafür übernehmen, ob unser Land endlich zur Normalität zurückkehrt, so wie unsere Nachbarländer, oder ob tausende Ärzte, Krankenpfleger und Altenpfleger in die Arbeitslosigkeit getrieben werden, sobald die Politik das für umsetzbar hält. Ich bedanke mich an dieser Stelle im Namen meiner gesamten Fraktion ausdrücklich bei den vielen tausend standhaften sächsischen Spaziergängern, die mit Kind und Kegel bei Wind und Wetter und Woche für Woche ihr Recht auf demokratische Mitbestimmung wahrnehmen und gegen Grundrechtseinschränkungen und gegen die Gespaltung der Gesellschaft demonstrieren. Diese Spaziergänger zeigen deutschlandweit, dass wir kein Land von obrigkeitshörigen Untertanen sein wollen, sondern ein Land freier Bürger. Sehr geehrte Kollegen, Volksvertreter hier im Landtag,
Und Sie, sehr geehrte Mitglieder der Staatsregierung, fordere ich auf, hören Sie auf, den Menschen ihre Freiheit, die sie ohne sachliche Grundlage beschnitten haben, in kleinen, gnadenvollen Schritten zurückzugeben. Beenden Sie endlich und ein für alle Mal Ihre spalterische und inhumane Corona-Politik.